Wir haben schon so lange kein Sternzeichen-Video mehr gemacht. Und wir wissen, ihr alle liebt unsere Sternzeichen-Videos. Wir lieben auch unsere Sternzeichen-Videos. Und deswegen ist es wieder an der Zeit. Kurz zur Auffrischung. Jedes Sternzeichen gehört zu einem Element. Es gibt 4 Elemente. Wasser, Feuer, Luft und Erde. Mein Sternzeichen ist Zwillinge und das gehört zu Luft. Ich bin Skorpion und das gehört zu Wasser. Und wir checken jetzt mal, stimmt unser Sternzeichen? Passen wir wirklich zu diesen Sachen, die man zu dem Sternzeichen sagt? Oder sind wir in Wahrheit und insgesamt ganz ein anderes Element und ganz ein anderes Sternzeichen? Und ihr könnt das auch mittesten. Einfach mit abstimmen und mitschreiben, am Ende das Ergebnis abchecken. Leute, alle sagen immer, Skorpione sind so böse. Können wir mal darüber reden, dass ich nicht böse bin? Ich schwöre. Doch. Seht ihr? You ready? Ready, ready, ready. Let's start the party. Tut mir leid, wir können gleich beim ersten Bild abbrechen. Ich kann mich im Leben nicht entscheiden. Aber du musst. Erde. Sie spielt das Spiel alleine. Ich entscheide mich für Erde. Oh, ich muss ja mitschreiben. Es geht um Geburtstagstorten. Welche Torte würde ich gerne bekommen? Ich weiß es nicht. Weißt du, ich entscheide mich für Wasser. So amerikanisch klassisch. Ja, das war auch meine zweite Wahl. Aber ich finde Luft und Feuer auch so schön. Luft ist toll. Weiter. Wir gehen jetzt nicht zurück. Wir haben uns entschieden. Ein Outfit im Flatlay. Also ich finde ja, du bist Erde oder Wasser. Aber du sollst doch für dich entscheiden. Aber ich sehe dich schon da drin. Ich finde, du bist Wasser. Das wird dir so gut stehen. Aber Erde wird dir auch so gut stehen. Feuer wird mir auch stehen. Aber das wird mir auch stehen. Ich trage zwar in letzter Zeit sehr viel Beige, aber ich entscheide mich trotzdem für Wasser. Einfach so. Und ich nehme Luft. Hä, haben wir schon irgendwas richtig bis jetzt? Du bist schon Doppelwasser. Du bist doch Wasser. Komisch. Komisch. Haarspangen, für welche entscheidest du dich? Wasser und Feuer gefallen mir gar nicht. Hä? Wie? Wasser gefällt dir nicht? Ist doch cute. Nö, das ist so hawaiianisch. Und ich wohne halt in Graz. Ich nehme Luft. Ich nehme auch Luft. Aber Erde ist auch cute. Ein kleiner Eisbär. Schreibtisch. Oh, richtig schön. Feuer finde ich schon sehr schön. Luft ist mir zu kühl. Wasser ist mir zu blau. Erde ist auch sehr schön. Erde ist mir zu bio. Ich nehme Feuer. Ich auch. Hä, hat ihr voll den gleichen Geschmack oder was? Hä, das ist eine schnelle Runde. Welcher Schulplaner? Nicht im Ernst. Wie soll ich mich dann schon wieder entscheiden können? Für alle, die es nicht wissen, das sind alles Schulplaner von uns. Victoria Sarina, da steht da auch drauf. Und bei Feuer, das ist der Schulplaner vom letzten Jahr. Erde, das ist der Schulplaner von 2021-22 mit den ganz vielen Blumen. Ich glaube, der war nicht so ganz beliebt. Echt jetzt? Wasser ist ganz im Meerjungfrauen-Thema. Und Luft. Vielleicht kommt er euch nicht so bekannt vor. Kann er auch gar nicht. Denn das ist unser allerneuester Schulplaner, der erst fürs nächste Schuljahr ist. Also in diesem Sommer fängt er schon an. Ende der Sommerferien kann man damit schon anfangen. Und dann fürs nächste Schuljahr. 2024-2025. Und dieser Schulplaner, der ist sehr, sehr special und ein bisschen anders, denn der hat das ganze Motto Sternzeichen in sich drinnen. So Sternzeichen-Spiele drinnen, auch mit welchem Sternzeichen man zusammenpasst. Jedes Monat hat natürlich auch das Motto von einem Sternzeichen. Es ist ein eigenes Monatscover, wo dann auch das Element und so zu sehen ist. Und der neue Schulplaner ist auch schon ab jetzt überall erhältlich. Also entweder in irgendeiner Buchhandlung oder online. Wir sind so gespannt, was er zum Design sagt. Innen und außen. Es ist so schön geworden. Und wie soll ich mich da jetzt entscheiden? Du musst nachdenken. Entschuldigung, ich finde jedes wunderschön. Aber ich entscheide mich für Luft. Der neueste ist immer der schönste. Feuer ist der zweitschönste, aber vielleicht auch, weil es der zweitneueste ist. Okay, wir nehmen Luft und Luft. Croissant. Wow. Croissants in allen möglichen speziellen Arten und Formen sind sowas von im Trend aktuell. Und ich habe noch kein cooles Croissant in meinem Leben gegessen. Nur so normale. Oder mit Schoko. Ja, du hast halt ein normales Leben. Gib dich damit zufrieden. Kein Special-Leben, hallo. Nee. Du bist halt nicht so ein halb Himbeer, angestreutes, angezuckertes Feuerding. Ist gut. Nee, du bist nichts davon. Du bist ein leeres Croissant mit selbstgemachter Biomarmelade. Ist auch schön. Warum ist sie? Was? Das ist kein Diss, das ist ein Kompliment. Wenn bin ich ein echt französisches, traditionelles Croissant? Ich nehme Erde, weil das ist rund, das spricht mich irgendwie an. Ich kann mich nicht entscheiden. Und Pistazie liebe ich sowieso. Ich kann mich sehr, sehr schwer entscheiden, aber ich glaube, dass mir Luft am besten schmecken würde. Das ist so Erdbeeren mit Sahne oder so. Okay, Luft. Aber Feuer sieht so schön aus. Ich habe es notiert, es gibt keine Umentscheidungen heute, weil sonst sitzen wir morgen noch hier. Habt ihr auch schon aufgeschrieben, welches ihr nehmt? Das ist für dich. Für welches Pool entscheidest du dich? Ihr größter Lebenstraum ist ein eigenes Pool. Mein größter Lebenstraum ist ein
ein eigenes Pool. Wollt ihr meinen Lebenstraum erfüllen? Habt ihr eine Poolbaufirma? Und habt den größeren Garten, weil in meinem Garten ist leider kein Platz. Ein richtiges Pool. Darf sie einfach mal zu euch nach Hause zum Schwimmen kommen? Habt ihr tolle Pools? Bewerbt euch hier mit einem Foto von eurem Pool. Habt ihr so einen Pool? Fahre ich da jetzt hin auf Urlaub oder bekomme ich dieses Pool für mich zu Hause? Das muss ich noch wissen. Urlaub. Okay, also wohin will ich? Urlaub, Pool und ja. Mhm. Wenn du jetzt in ein Pool gehen kannst. Mhm. Habe verstanden. Welches? Habe verstanden. Erde. Echt? Ja klar, guck mal diese Kirschblüten an. Was glaubst du nämlich? Luft. Ja, woher weißt du das? Ist auch cool. Das ist voll cool. Meins ist besser. Über der Stadt, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß schon, was du nimmst. Ich weiß, was du denkst, was ich nehme. Ja, die mit den blauen Augen. Aber es ist falsch. Ja, dann nimmst du Feuer. Ja! Ich weiß, dass du rote Katzen magst. Ich liebe rote Katzen. Ich hätte auch gesagt Feuer, aber ich sage es doch Wasser, weil guck mal. Die hat so Büschel in den Ja! Die hat so voll die langen Haare in den Ohren. Okay, dann nehme ich Wasser und du nimmst Feuer. Oh, rote Katzen sind schon süß. Aber weiße Katzen sind auch süß, schwarze Katzen sind auch süß. Und vor allem Katzenbabys sind sehr süß. Nails. Ah, das Feuer ist so dieses Blush-Design, was zurzeit überall zu sehen ist. Erde ist so schon mit einer Folie, glaube ich. So Chrome. Luft ist mit einzelnen Glitzersteinchen und Wasser mit einem Herz. Ich finde alle für sich sehr, sehr schön. Aber ich glaube, am besten zu mir passen würde Wasser. Wasser nehme ich nicht, weil ich mag diese gerade Form nicht. Ja, ich auch nicht. Erde finde ich auch cool. Weil die sind sehr cool. Form finde ich Luft am schönsten. Ich will Feuer. Wirklich? Ja. Krass. Sieht aus wie Vampirnägel. Ja. Ich will Wasser. Welche App mögt ihr am liebsten? Wenn ihr TikTok mögt, habt ihr Feuer. Wenn ihr Pinterest mögt, Erde. YouTube steht für Luft und Instagram für Wasser. Luft, wir sind hier auf YouTube. Hallo? Achso, sonst wird dieses Video gelöscht, wenn wir jetzt was anderes sagen. Ich mag aber Instagram auch. Aber ich mag auch Pinterest. Zu TikTok habe ich ein gespaltenes Verhältnis. Ich nehme Instagram. YouTube, nicht das. Auto. Die sind ja alle toll. Ich wusste nicht, dass ich so ein Auto brauche, aber jetzt, so ich sehe. Also dieses Luftauto brauche ich auf keinen Fall. Ja, aber die sehen auch alle nebeneinander so gut aus, ne? Wenn man sie einzeln betrachtet, sieht wieder die Welt ganz anders aus. Feuer ist ein rosa Mini, was ich sehr, sehr cool finde, aber ich glaube, es wäre vielleicht ein bisschen matsch, wenn ich mit rosa Haaren und rosa T-Shirt aus dem rosa Mini aussteige. Cabrio Mini. Ja, da finde ich auch richtig cool. Ein gelber Pickup. Pastellgelb. Richtig schön. Luft ist schon gestrichen. Ja. So Oldtimer. Ja, und Wasser sieht auch nur cool aus, weil es gerade in dieser Umgebung steht. Aber eigentlich, stell dir vor, du fährst jetzt mit diesem Auto zum Rosenhof. Der wird wahrscheinlich auf dem halben Weg schon abkacken. Ich nehme Erde. Ich wollte schon immer einen Pickup haben. Cool, und wenn du den nimmst, dann nehme ich Feuer. Dann habe ich einen rosa Mini. Vielleicht färbe ich meine Haare dann schwarz. Dann beruhigen sie. Dann ist so das Gesamtbild ein bisschen noch. Glitzy, glitzy. Ui. Voll schön. Erde ist für mich draußen. Ich nehme Luft. Wasser ist für mich draußen. Feuer ist für dich draußen. Nein, ich weiß nicht. Hä, Luft ist so schön, wie das Feld. Ja, aber nee, ich nehme Feuer. Ich finde das schön mit so durchsichtigen Ärmeln. Aber warum ist Erde draußen? Das irgendwie glitzert es am wenigsten. Okay, ich nehme Luft, du nimmst Feuer. Hä, Luft ist doch eindeutig am schönsten. In welchem Hotel möchtest du Urlaub machen? Übernachten? Ganz klar. Wasser. Ja, natürlich. Ich will, so wenn dieser Lebenstraum Pool kann noch nicht in Erfüllung geht, ist mein so Zwischenstopp. Ein Haus im Wasser. Auf dem Weg zum Lebenstraum? Nee, einfach nur auf die Malediven zu fliegen. Aber dann will ich das hier mit dieser Rutsche und so. Weil ich habe so ein bisschen Angst, dass mir langweilig wird auf den Malediven. Pure Entspannung liegt mir nicht. Da weiß ich nicht, was ich machen soll. Luxusproblem. Und aber wenn ich eine Rutsche habe, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Also in die Berge will ich schon mal gar nicht. Nee, auch nicht, wenn da ein Reitstall dabei ist. Nein, ich habe gern Urlaub von meinen Pferden. Ich habe die immer. Aber dort sind nettere Pferde. Ah. Erde ist cool. Das ist ja, da bist du abgeschnitten von der Welt. Ja, das ist langweilig. Dann bleibt nur Feuer oder Wasser? Feuer, was ist das für eine Stadt? Das ist bestimmt New York, das oder? Das ist New York. Dann nehme ich New York. Ach, du nimmst New York. Okay, und dann können wir so Videotelefonieren von den Malediven nach New York. Aber ich habe jetzt so ein Video gesehen, da sind so viele Haie. Also zwar nur so kleine Haie, die sind nicht gefährlich. Alles voller Haie, so viele, dass sie sich berühren. Und alle berühren sich, alles voller Haie. Und da kann man ja dann nicht schwimmen gehen. Die können die schon kleinen Zeh amputieren. Und vor allem, ja, ich will jetzt nicht mit diesen Haien kuscheln. So, ich freue mich, wenn ich mal einen sehe, denke ich so, oh süß. Aber dann schwimm wieder weg, kleiner Hai. Was für ein Dino bist du? Oh, das ist cute. Und der von Erde, der versucht echt böse zu gucken. Du bist Erde, so ein richtig kleiner, nerviger Dino, der sich die ganze Zeit aufregt. Überhaupt. Ich bin Wasser. Der ist so ein bisschen langsamer und lebt sein Leben. So bist du gar nicht. Aber der ist süß. Ich weiß schon wieder nicht, ob Feuer oder Luft. Wie? Du weißt nicht, ob Feuer oder Luft? Ich wäre gern Feuer, weil der ist einfach lustig. Okay. Ich bin Wasser. Jeder darf selbst entscheiden. Der gefällt mir. Ich finde ja, der heißt Frieda. Ja, süß. Womit willst du eine Weltreise machen? Sicher nicht mit dem Pferd.
warum nicht? Auch nicht mit dem Zelt? Nein. Und auch nicht mit einem Auto? Nee. Ganz ehrlich, da ist das Schiff eigentlich am bequemsten, weil da hat man alles. Man hat ein normales Zimmer, man hat ein Hotel, das sich fortbewegt. Hä, besser geht's gar nicht für eine Weltreise. Du hast ein fahrendes Hotel. Aber das hast du mit dem Auto auch. Ah ja, stimmt. Aber halt ein bisschen kleiner, ein bisschen unkomfortabler. Warum nicht mit Pferd? Erstens mal, mir tut das Pferd leid. Also wenn ich mit Tiran schon zu viel bergauf reite, tut er mir schon leid. Dann will er schon umdrehen nach Hause gehen. Ja, will er wirklich. Ich nehme Wasser. Und du? Ich auch. Oh, ich will wieder mal Titanic angucken. Also ich würde es erst nach der Schiffsfahrt angucken. Auf dem Schiff. Viel Spaß. Und irgendein Haifilm. Warum musst du immer solche brutalen Sachen gucken? Habt ihr schon mitgezählt, was bei euch rauskommt? Ich habe. Mein Sternzeichen ist richtig. Ich bin Wasser, so wie sich's gehört. Ich habe Gleichstand. Zwischen? Feuer und Luft? Rechne nochmal nach. Ich bin Feuer und Luft. Du bist ein Mischwesen. 4 Luft, 3 Erde und 4 Wurscht! Ich bin Wasser. Schreibt euer Ergebnis auch super gerne in die Kommentare. Und wenn ihr die Sternzeichen-Videos auch so sehr liebt, unbedingt einen Daumen nach oben da lassen. Unbedingt den Sternzeichen-Schulplaner auschecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.